meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um ein Tauschpaket. Ich habe jetzt in den Sommerferien ganz viele davon gepackt und natürlich auch erhalten. Heute geht es um das Paket von der lieben Patricia. Sie hat es mir geschickt. Ich halte die Adressen natürlich zu. Mit Patricia habe ich zum ersten Mal getauscht. Sie hatte Interesse an meinen Wachsen. Wir haben daraus ein Tauschpaket gemacht. Ich habe ihr meine geschickt. Sie war auch zufrieden, so wie ich das mitgekriegt habe. Ich packe jetzt ihres aus, bin mit der Schere bewaffnet und werde erstmal den schönen Karton aufschneiden. Ich bin ganz gespannt, was sie mir denn gepackt hat. Wir kannten uns halt vorher nicht, haben einfach ein bisschen geschrieben, ein bisschen Interessen ausgetauscht, so No-Gos und ja, was man so mag und was nicht. Ich meine, was ich mag und was nicht, ist ja auch aus meinen Videos bekannt, aber egal. Oh, auf jeden Fall mag ich UK, England, und kriegt da schon mal eine hübsche Serviette obendrauf. Ich lasse euch einmal kurz in das Paket reingucken, was ich jetzt sehe, warum ich schon so grinse. Ja, das passt zu mir, das finde ich total gut. Es liegt eine Karte obendrauf, die werde ich zuerst mal lesen. Sie ist ein großer Fan meiner Videos, wie süß! Ja, ich hoffe, du freust dich über dieses Video, liebe Patricia. Ja, richtig schön und auch richtig süße Karte. Gefällt mir. Ich freue mich ganz bestimmt über deine Auswahl, die du für mich getroffen hast. Auf jeden Fall ist die Serviettenauswahl schon mal richtig toll. Das passt zu mir. Die werde ich auch erstmal nicht entsorgen. So, obendrauf ein kleines Tütchen, Pretty Things Inside. Schauen wir mal, was denn Hübsches da drin ist. Ah, das sind ein paar Goodies. Ich habe einmal Balea Lippenpflege in Sweet Clementine. Kann man immer brauchen. Kann man gar nicht genug dich drauf schmieren, finde ich immer. Man sagt ja, man kann abhängig danach werden. Ganz ehrlich, das ist mir egal. Ich habe es immer gerne, wenn die Lippen ja so ein bisschen befettet sind, damit die nicht so austrocknen und so. Ich benutze super gerne Lippenpflege und tagsüber halt auch Lippenstifte. Finde ich toll. Ich kann auch gar nicht mehr einschlafen ohne. Also von daher stimmt das wahrscheinlich mit der Sucht. Dann habe ich hier einen Twinings-Tee. Verbena and Orange. Sehr schön. Twinings ist eine super Marke für Tee. Ist eine englische Marke und ich mag die auch richtig gerne. Ich finde davon den Lady Grey total gut. Was ist das? Ein Block! Ach, wie süß! Ein Blöckchen in Flipflop-Form. Wie niedlich ist das denn? Total cool, voll sommerlich. Für kleine Notizen finde ich auch gut, kann man immer brauchen. Dann habe ich hier ein Hershey's Süßigkeiten-Ding. Crackle. Interessant. Crisped Rice. Oh, das ist knusprig innen drin. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das gerne essen. Davon gibt es auch noch einen zweiten. Der ist aber Special Dark. Das ist eher was für meinen Freund. Ich bin nicht so der Freund von so super dunkler Schokolade. Und auch wie süß. Ein Schlüsselanhängerchen von Traumdüfte. Total cool. Ja, habe ich alles schon mal sehr gerne genommen. Schön, da freue ich mich. So, dann geht's weiter mit ganz vielen Wachsgoodies. Oh ja, da sind viele Clamshells drin. Das finde ich schon mal mega interessant. Wir haben hier ein komplettes Clamshell von Bridgewater in Vanilla Cream. Kenne ich nicht. Ich finde, Vanille kann man immer brauchen. Zur Not zum Mischen, wenn sie einem pur nicht unbedingt zusagt. Ich finde die pur auch manchmal langweilig, aber zum Mischen mega. Ja, ist ein solider Vanilleduft. Finde ich gut. Wird wahrscheinlich gemischt bei mir werden. In jeder Jahreszeit mit irgendwas kann ich das mischen. Finde ich toll. Zum Beispiel im Sommer finde ich das ganz super mit Zitronendüften. Und so Zitrusdüften mag ich sehr, sehr gerne. Aber auch im Winter passt das gut mit Apfel, mit allem Möglichen. Dann habe ich hier ein Scentsy Bar. Interessant. Kenne ich nicht. In Pineapple and Fuego.
Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wahrscheinlich nicht. Gelb ist immer so eine Sache. Pineapple and Fuego. Ja, das ist ein schöner Ananasduft, der überhaupt nicht stechend ist. Ich finde, Ananas kann auch schon mal stechend sein. Der Pineapple Packer zum Beispiel, der ist mir zu stechend. Da würde ich so eine Vanille zumischen, dann passt das gut. Der hier ist schön, ich glaube auch alleine. Sehr saftig, gefällt mir. Habe ich auch noch nie gehabt, finde ich ganz toll. So, dann geht's weiter mit einem weiteren Fancy Bar, das ich nicht kenne. Welcome Summer war wohl mal ein Scent of the Month vor längerer Zeit. Auch so ein gelbes Bar, auch noch fast voll. Welcome Summer. Schwitzt ein bisschen. Oh, der ist schön frisch. Frisch, floral. Oh, der ist schön. Den werde ich auf jeden Fall jetzt noch verdüfteln, bevor ich auf Herbst umsteige. Ihr seht das wahrscheinlich erst im Herbst, aber egal. Ich habe das dann wahrscheinlich schon verdüftelt und vielleicht wisst ihr sogar schon, wie ich es gefunden habe. Ich freue mich mega darüber. Dann auch sehr schön, habe ich auch noch nie gehabt. Freue ich mich. Havana Cabana. Habe ich schon viel von gehört, auch so ein gelber Duft. Man kann das wahrscheinlich wieder nicht lesen. Es sind noch 4 Würfel drin. Super. Ja. Schön. Ist auch eine Ananas drin, meiner Meinung nach. Kombiniert mit, weiß ich nicht, Kokos und Banane. Riecht auf jeden Fall echt gut und echt sommerlich. Boah, ich freue mich. Richtig gut. Da machst du mir schon mal eine Riesenfreude mit, liebe Patricia, und hast meinen Geschmack voll getroffen. Dann habe ich hier von Goose Creek ein volles Clamshell von Strawberry Angel Food Cake. Ich mag so Angel Food Cake Sachen. Das ist ja immer mit Birne und so einer Cake-Note. Finde ich toll. Mal gucken, wie es mit Erdbeere ist. Ja. Schön. Geht dann eher ins Sommerliche. Ich finde total gut den Chocolate Angel Cupcake oder sowas, auch von Goose Creek. Den finde ich toll. Der hier hat die gleiche Unternote von diesem birnenlastigen Kuchen. Und dann eben eine Erdbeere obendrauf. Macht das Ganze schön frisch, fruchtig. Schön. Gefällt mir. Werde ich auch sehr gerne ausprobieren und kenne ich auch nicht. Also bisher top, top, top. Dann habe ich hier Orange Canal. Also eine gewürzte Orange von Village Candle. Volles Clamshell. Ja, das ist für mich so ein bisschen in die Richtung Spiced Orange. Mit diesem leichten Mezzomix-Effekt. Geht in Herbst-Winter bei mir. Finde ich aber auch gut. Werde ich sehr gerne verdüfteln. Juicy Pear von Goose Creek. Auch ein volles Clamshell. Wahnsinn. Oh ja. Der ist schön birnig. Gerade so für den Spätsommer. Total schön. Sehr schön. Ich kann mir den auch wieder gut mit einer Vanille vorstellen, gemischt. Aber auch pur. Gefällt mir. Ich mag irgendwie Birnendüfte, fällt mir auf. Finde ich ganz spannend. Und richtig gut. Dann was ich kenne. Staying Home von Goose Creek, aber auch ein volles Clamshell. Ja, der ist schön frisch, hat so eine Kaschmirnote drin. Kuschelig. Den mag ich. Der gefällt mir und das Label finde ich immer wieder süß mit der Katze. Das ist einer, der immer geht. Auch zu jeder Jahreszeit, das mag ich immer. Es geht weiter mit Blaue Creme Duftwachs. Von welchem Hersteller? Das weiß ich nicht. Blaue Creme wird wahrscheinlich Nivea Dupe sein. Das sind 3 Stücke von so einem Snapbar. Ja, total Nivea. Total sauber, cremig. Ein richtig schöner Duft fürs Schlafzimmer oder fürs Bad. Mag ich. Passt für mich auch in jede Jahreszeit im Grunde. Finde ich super.
Dann habe ich hier von Hügebi Gin Tonic. Gin Tonic Düfte hatte ich bisher, ich glaube, von Kringle und auch mal irgendwas Handmade-mäßiges war bisher nicht so meins. Ich gebe dem aber auf jeden Fall eine Chance. Der ist schön frisch. Den kann ich mir auch wieder gut im Bad vorstellen und werde ich da sehr, sehr gerne testen. Wunderbar. Dann finde ich hier noch ein fast volles Clamshell, ein Würfel fehlt, von Candle Warmers Roasted Espresso. Ich mag auch gerne Kaffeedüfte, total gerne in der Küche. Da wird der landen. Auch egal zu welcher Jahreszeit. Ja. Das ist eine solide Kaffeenote. Hat aber irgendwie noch eine Unternote. Wahrscheinlich ist das dieses Geröstete. Mich erinnert das gerade. Ich habe vor kurzem halt die Guinness-Brauerei besichtigt und da wird ja auch, werden irgendwie die Sachen geröstet. Der Hopfen, ja, ich habe keine Ahnung. Und ein bisschen so riecht das, also nicht nach Bier, aber nach eben Röstaromen. Aber angenehm. Ja, werde ich auch sehr, sehr gerne in meine Küche schmeißen. Sehr schön. Also bisher ist alles super. Dann wieder was, was ich kenne, von Crossroads Earthly Essence. Ich bin kein Freund von diesen Crossroads Clamshells. Ich finde, das Wachs darin riecht immer sehr nach ja, Plastik. Earthly Essence an sich ist ein wirklich schöner, frisch, leicht holziger Duft, ohne ins Maskuline zu gehen. Aber ich habe immer diese Plastiknote in der Nase. Finde ich schade. Ich habe das komischerweise nicht bei den Kerzen. Wenn ich mir irgendwie was von so einer Kerze abgieße in ein anderes Clamshell, habe ich das nicht. Ich glaube einfach, die benutzen die falschen Clamshells. Dann habe ich hier, Hersteller weiß ich auch wieder nicht, Fireside Treats Duftwachs aus 100% Naturwachs. So ein Scentshot. Fireside Treats mag ich immer. Und das ist auch ein richtig schöner, cremiger Marshmallow-Duft überm Lagerfeuer. Schön, mag ich. Total gerne. Habe ich gerne im Herbst. Ist auch ein schöner Mischduft, um irgendwelche Sachen runder zu kriegen. Total gut. Einmal Lavender von Yankee Candle. Das klassische Tart. Ja, eine klassische Lavendelnote. Auch Lavendel kann man super mit Vanille mischen. Super gut. Ja, ist für mich ein Schlafzimmer- oder Badduft und wird da auch landen. Ich mag aber alles bisher, das finde ich total gut. Dann wieder was, was ich kenne und vor kurzem erst in der Lampe hatte. Coastal Living. Finde ich total gut. Der ist grün, der ist aquatisch. Mag ich. Finde ich auch mega. Geht in jedem Raum für mich. Das ist auch das Schöne daran. Der geht echt überall. Oh, es ist warm heute. Lake Sunset. Total freue ich mich darüber. Den habe ich nicht mehr als Kerze da. Ab und zu halt mal so Melz. Ich habe jetzt auch wieder eine Abfüllung von der Kerze bekommen. Das ist ein sehr, sehr schöner, eleganter, gepflegter, femininer Duft. Mag ich sehr, sehr gerne. Finde ich gut. Falls da jemand mal das Glas loswerden möchte zu einem jo, angenehmen Preis, wäre ich nicht abgeneigt, das zu nehmen. Dann gibt es noch eine Etage. Wow. Wow. Finde ich super. Hier kommt Traumdüfte. Angelica. Traumdüfte mag ich immer. Ja, ist ein parfümiger Duft. Ich finde jetzt nicht, dass der nach Angel riecht von Thierry Mugler. Ist aber trotzdem ein parfümiger, frischer, femininer Duft. Gefällt mir. Mag ich. Hier ist noch ein Traumdüfte. Black Cherry Merlot. Das gefällt mir auch. Das weiß ich jetzt schon. Ja, das gefällt mir auch. Ich finde, die Kirschnote ist da nicht so mega stark drin. Das ist schön durch die Weinnote
Ja, weich gemacht. Ja, schön. Traumdüfte kommt bei mir immer gut an. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle. Traumdüfte finde ich mega. Dann habe ich hier zwei Ecken von Goose Creek Funnel Cake. Also, so sieht es aus. So ist es verpackt. Funnel Cake. Oh ja. Schöne Bakery-Note. Geht für mich in den Herbst rein. Mag ich auch. Wow, bisher läuft alles prima. Ich hoffe, das merkst du. Von, ja, habe ich schon gesehen. Cozy Aromas, glaube ich. Timeless. Dieses Aromas kann ich nicht lesen. Das ist zu klein darauf. Dazu sind meine Augen dann zu alt. Oh, Timeless. Ist das ein Chanel Nummer 5 Dupe? Ich glaube schon. Ein feminin parfümiger Duft, der mich ja an Damen reiferen Alters erinnert. Es könnte Chanel Nummer 5 sein. Finde ich aber gut. Kann man durchaus mal in die Lampe schmeißen. Dann habe ich hier noch so einen Scent-Shot von Traumdüfte in Crisp Linen Tonka. Ganz helles Wachs. Ja, das ist ein Wäscheduft. Das könnte diese scharfe Wäschenote sein, aber eben durch Tonka, was ja so eine ähnliche Note ist wie Vanille. Richtig schön rund gemacht. Oh, der ist schön. Der ist richtig schön. Den mag ich. Das muss ich mir mal merken. Traumdüfte, große Gefühle. Habe ich auch noch nie gehabt. Zwei so Blümchen. Ja, ein sehr frischer Duft, für mich eher frühlingshaft. Ein bisschen seifig, aber schön. Traumdüfte. Ich glaube, ich muss demnächst echt mal bei Traumdüfte bestellen. Ich will eigentlich nicht bei Handmachleuten mehr bestellen, weil ich irgendwie immer dann denke, ich kann nicht bei allen mitmachen und bei wem denn dann? Aber Traumdüfte ist immer wieder top für mich. Hügebi Vanilla Pumpkin Marshmallow. Oh, das wird mir gefallen. So ein kompletter Snapbar. Auch hübsch verziert durch diese Linie da. Finde ich gut. Oh ja. Oh ja. Ein wunderschöner Herbstduft. Ja, eine weiche Pumpkin-Note. Sehr, sehr weich durch eben Marshmallow und Vanille. Schön. Nicht gewürzlastig, sondern wirklich so cremig rund. Das gefällt mir total. Dann habe ich hier von Bea Tower of London. Oh. Gegossen am 15.06.22. Ist auch noch sehr, sehr frisch. Also hier Bea. Wunderschön auch wieder gemacht. Der hat was Kühles, leicht Aquatisches, aber auch irgendwie was Steiniges, sehr Sauberes, total schön. Oh, der gefällt mir. Der gefällt mir richtig gut, was auch immer da drin ist. Mega, mega. Wir haben noch ein paar Düfte. Ein paar Scentsy-Proben zum Beispiel. Island Days, Tiare und Coconut. Zwei so Blümchen. Der ist auch super schön sommerlich. Riecht nach so einer Creme, leicht floral. Sehr, sehr schön. Oh, den werde ich auch sehr gerne ausprobieren. Vielen Dank. Oh, wunderbar. Red, White and Berry Pie habe ich bekommen als Probe. Das ist ein Duft des Monats in den USA, glaube ich. Ich bin gespannt. Ja. Berry Pie endete das, ne? Ja, es ist eine Bakery-Note drin.
Auch eine Beerennote und irgendwie auch was Frisches. Das gefällt mir sehr gut. Oh, schön. Aha. Wahnsinn. Wahnsinn. Traumdüfte. Winter Candy Apple. Ein so ein Blümchen. Ja. Ist auch eine süße, cremige Apfelnote. Mag ich. Traumdüfte. Mag ich. Von Sensi Island Days Salted Bergamot Breeze. Wieder zwei so kleine Türmchen. Ja, der ist mega frisch aquatisch. Der geht auch leicht ins Maskuline, finde ich. Super frisch. Mag ich. Ich mag alles. Ich bin aber auch, ich bin ja nicht oft am Meckern, ne? Also, mir gefallen super viele Duftrichtungen, das muss ich sagen. Weathered Leather, auch von Scentsy, eine komplette Ecke. Habe ich auch noch nie gehabt. Ja, das ist ein Wildlederduft. Richtig stark, riecht richtig stark nach so Schuhladen. Ah, aber auch das mag ich. Total gut. Kann ich mir super im Flur vorstellen. Da ist der bestimmt, kommt der gut raus. Dann habe ich hier von Bea Palo Santo Vanilla so einen kleinen Donut. Palo Santo ist ein Holz. Vanille, kennt jeder. Dürfte meinen Geschmack treffen. Schön. Man hat dieses exotische Holz und dann eben die Vanillenote, die das rund macht. Und meine Finger riechen immer noch nach dem Leder. Aber ich konnte es trotzdem gut riechen. Das ist ein gutes Zeichen. Also werde ich auch das mögen. Hier ist noch ein Bring Back My Bar, auch aus den USA, der Zeppelin. An solche Sachen kommt man ja hier echt schlecht ran. Oh, der ist auch schön. Sehr frisch, leicht maskulin. Schön. Der gefällt mir gut. Ja, parfümig. Schön. Boah. Dankeschön. So viele Scentsy-Düfte, die ich noch nicht kenne. Das ist echt Wahnsinn. Mag ich mega gerne. Blueberry Pancakes von Scentsy. Oh, was eine geile Blaubeernote. Eine mega süße Blaubeere. Und dann eben nicht gebacken, sondern so, ja, Pancakes draus gemacht, ne? Die ist schön, die Note. Mag ich gerne. Finde ich toll. Du bist auch Sensi-Beraterin, oder? Patricia, sag mir das mal. Finde ich auf jeden Fall mega spannend, diese ganzen Düfte, die ich nicht kenne und hier nicht kriegen kann. Island Days, Star Apple and Freesia. Wieder zwei kleine Formen. Eigentlich optimal für eine Duftlampe, um die zu füllen. Ja, obwohl das ein Apfel mit Floral gemischt ist, so ein Duft, gefällt der mir. Schön. Der ist schön frisch, den kann ich mir im Frühling oder im Sommer vorstellen. Sehr schön, ja, gefällt mir. Hier habe ich nochmal ein Clamshell, auch komplett voll von Latida. Und zwar Denim and Diamonds, Cashmere Woods und Black Jasmine. Das klingt gut. Das klingt richtig gut. Ich bin gespannt. Ja. Der hat auch was. Der hat was Frisches. Der hat was Florales, ja. Was sollte drin sein? Cashmere Woods, Black Jasmine. Die holzige Note hält sich im kalten Zustand noch ein bisschen zurück.
Aber gar nicht schlimm. Das ist schön. Und Latida habe ich ja in letzter Zeit ein bisschen lieben gelernt. Ich finde die richtig gut, die performen gut und werde das sehr genießen. Schön. Wunderbar. Und dann haben wir noch zwei so Scentsy-Düfte. Island Days, Driftwood and Jasmine. Ist das aus dieser neuen Kollektion, Island Days? Ich glaube schon, ne? Also für mich ist die jetzt noch neu. Die kommt jetzt bald raus. Driftwood and Jasmine. Ja. Ja. Hatte ich mir intensiver vorgestellt. Gefällt mir aber. Ist aber nicht mein Top-Duft, wie ich gedacht hätte, bei dem Namen. Und Island Days Sunshine and Tan Lines. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Oh, danke, dass ich die schon riechen darf. Also, wenn das Video online kommt, hat jeder diese Kollektion, aber noch eben nicht. Oh, der ist schön. Ich habe immer noch dieses Leder an den Fingern. Der ist zwar mega stark. Deswegen ist das immer schwierig, wenn ich so ein kleines Stück dann in den Fingern habe. Aber der ist echt schön. Da ist eine Kokosnote drin. Aber auch noch irgendwas anderes. Was Fruchtiges. Oh, der ist schön. Der gefällt mir mega gut. Mega. Wahnsinn. Ja, liebe Patricia, es hat mir mega gefallen. Das ist ein tolles Paket gewesen. Vielen Dank für diese ganzen Scentsy-Düfte, an die man nicht rankommt hier oder noch nicht rankommt. Ich bin mega happy, die ausprobieren zu dürfen und schnuppern zu dürfen. Und ja, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Aber das wird sich bald ergeben. Ja, ich danke dir nochmal für diesen schönen Tausch. Immer wieder gerne. Ich hoffe, dass dir meine Düfte auch gefallen und auch in deinen Lampen und in deinen Räumen gut performen. Lass mich das gerne nochmal wissen. Schreib einen Kommentar. Ich bin froh, dass wir Kontakt miteinander haben und ja, ich hoffe, das bleibt so. Ich wünsche dir und allen anderen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer ihr das Video gesehen habt. Bleibt mir gesund, bis zur nächsten Woche. Eure Petra.